Hallo Westbahnhof! Hallo Wien, seid ihr da? Yeah. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, wir sind heute hier wegen Afghanistan. Aber nicht nur wegen Afghanistan und nicht nur um unseren afghanischen Freundinnen und Freunden unsere Solidarität und unser Mitgefühl zu zeigen. Wir sind auch hier wegen uns, denn wir wissen, wenn wir jetzt schweigen, verschweigen wir nicht nur die Welt, sondern wir verschweigen uns selbst. Diese Stadt, unser Lebensumfeld, unsere Fluchtgeschichten, unsere unterschiedlichen Hautfarben, unsere unterschiedlichen Berufe, unsere multikulturellen Beziehungen, unsere unterschiedlichen Glaubensbekenntnisse, unsere Kinder, unsere afghanischen Freunde und Freundinnen. Wir haben allen Grund, stolz zu sein. Und wir sind stolz. Wien ist stolz auf all das. Und zwar auf alles von allen. Und genau deswegen verteidigt Wien sich heute auch selbst, wenn es die Freiheit in Afghanistan verteidigt. Genauso wie wir für die komplette Bewegungsfreiheit von Menschen einstehen, die Schutz suchen, die ein normales Leben wollen, die nicht unter islamistischen Terrorregimen leben wollen. Wir haben nicht vergessen, wer die Taliban sind, was das vor allem für Frauen in dem Land bedeutet. Und zur ÖVP, braucht man in dem Kontext, glaube ich, nichts mehr sagen. Wir von SOS Balkanroute wissen es. Wir wissen es aus Bosnien selbst. Die angebliche österreichische Hilfe vor Ort ist ein Märchen, eine groteske Farce, eine Lügengeschichte. Genauso wie Nehammers inszenierte Hilfe auf Lesbos, die nie angekommen ist. Genauso konnte uns niemand, weder bosnische Politikerinnen, Bürgermeisterinnen und auch nicht die österreichische Botschaft in Sarajevo sagen, wo denn die österreichische Soforthilfe, die österreichischen Millionen gelandet sein sollen. Wir sind hier, weil wir auf diesen Staat und vor allem diese türkis-grüne Regierung nicht mehr zählen können, wenn es um fundamentale Menschenrechte geht, wenn es um gültige Asylgesetze und europäische Menschenrechtskonventionen geht. Im Gegenteil, sie sagen, sie suchen nach Alternativen zu den Menschenrechten. Sie denken, sie stehen über den Gesetzen. Aber Menschenrechte haben keine Alternative, Herr Nehammer und Herr Kurz. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wenn wir Österreich, wenn wir Europa, wenn wir unsere Ehre, unser Anstand, unser Angesicht retten, dann kann man sich sicher sein, Herr Nehammer und Herr Kurz werden für all diese menschenrechtlichen Verletzungen, Pushbacks, Abschiebungen in Todesgebiete noch zur Verantwortung gezogen werden. Irgendwann wird die Gerechtigkeit siegen. Irgendwann kommt der Tag und die Menschen werden nicht der 12-jährigen Tina, sondern Herrn Nehammer und Herr Kurz ein letztes Mal winken. Irgendwann wird man auch euch ein letztes Mal winken. Seid euch sicher. Ob Doro Blanke, ob Ronny Kockert oder ob die Gruppe gegen Abschiebung, die jetzt so viele Demonstrationen gemacht hat und so viele junge, starke afghanische Frauen vor den Vorhang gezogen hat. Wir alle wissen, wer ihr seid und wir wissen auch, dass weder in Afghanistan, weder in Bosnien noch in Griechenland nie etwas von euch angekommen ist und auch nicht ankommen wird. Das, was ankommt, ist das, was wir selbst schaffen, mit anderen in grenzübergreifender Solidarität. Freiheit für Afghanistan, Freiheit für die Menschen auf der Balkanroute, auf Lesbos und überall sonst wo. Hoch die internationale Solidarität!